Der Wiener Fleischhauer Karl Bockerer hat sein Geschäft bei einem der letzten Bombenangriffe im Krieg verloren. Sein Sohn Hansi ist in Stalingrad gefallen. Mit Bauernschleue und aufrechter Gesinnung hat er nicht nur die Nazizeit überlebt, sondern seinen Kampf für Recht und Freiheit auch unter der russischen Besatzung fortgesetzt. Einer der letzten, der aus der russischen Gefangenschaft zurückkehrte, war der junge Gustl Büringer. Er hatte das Glück, dass Bockerer ihn bei sich aufnahm und mit den Papieren seines geliebten Hansi ihm eine neue Existenz verschaffte. Gustl und seiner großen Liebe Elena, der Dolmetscherin in der russischen Kommandantur in Wien, ermöglichte er unter Einsatz seines Lebens die Flucht in den Westen. Kurz nachdem der letzte russische Soldat am 19. Februar 1955 Österreich verlassen hatte, kehrte das junge Paar, wie so viele andere, die in die amerikanische Zone Österreichs geflohen waren, nach Wien zurück. Der Staatsvertrag wird unterzeichnet. Österreich hat seine Selbstständigkeit erhalten, ist wieder frei. Ja, selbst der eiserne Vorhang, Symbol des Kalten Krieges, hat seine Bedeutung verloren. Eine Zeit des Glaubens an die Zukunft in Freiheit hat begonnen. Nach Wien-Westbahnhof wird voraussichtlich 40 Minuten verspätet ankommen. Ah, jetzt sind das schon 40 Minuten. Auf wen warten Sie denn so ungeduldig? Auf mein Sohn, nicht? Den haben wir schon ein Jahr nicht gesehen. Bockerer! Kali! Ja, Hatzinger erst. Was machst denn du da? Na, hörst, da haben Sie endlich mit seiner Elena zurückkommt. Da kommst du gleich dreiviertel Stunde spät. Ich bin noch nie zu spät gekommen, nicht einmal zum Tarockieren. Ja, da kommst du ja gar nicht. Du nicht und die anderen auch nicht. Den Donnerstag zum Tarockieren kannst du aus dem Kalender streichen. Weißt, Kalle, seit deine Frau tot ist, habe ich mich nicht mehr kommen getraut. Ja, das bin ich auch nicht. Wenn ich nicht mein Enkel den Kalle hätte. So, 15 Becher Bergsteiger. Darf es noch was sein? Nein, danke. Wir hätten eh nichts mehr. Bei der Fleischlieferung ist noch immer der Wurm drin, wie mein Opa sagt. Wo ist er denn, der Opa? Am Westbahnhof. Verreist er? Na, zum Abholen ist er dort. Es ist schon schön, dass er so einen braven Enkel hat, dem in der Zwischenzeit das Geschäft führt. Achtung, Achtung, der verspätete Schnellzug aus Innsbruck ist gerade eingefahren. Wie ist das jetzt? Hat er so viel Verspätung und wir versammeln noch die Ankunft. Ah, Sie kommen! Ah, meine Kinder! Ah, Servus, Prosto! Ah, die Lena! Grüß dich Gott! Na schön, dass ihr wieder mal da seid. Seit jahrelang habt ihr mich warten lassen. Komm her, gib mir die Taschen. Oh, danke. Ich hab ja schon geglaubt, ihr steht an der Innsbruck und die Russen lassen euch nicht um. Österreich ist frei. Ja, ich weiß doch okay, nicht. Weißt du, ich habe immer noch die Schüsse im Ohr, wie sie damals nachgeschossen haben. Oh, das ist aber bei uns neu. Habt ihr schon gesehen? Wir haben einen neuen Westbahnhof. Weißt du, dass ich noch oft von der Innsbruck träume? Okay, manchmal schreie ich sogar in der Nacht. Ah. Dann wecke ich ihn und sage, Gustl, niemand kann uns mehr was tun. Ja, Gustl, warum sagst du denn Gustl zu ihm zum Hansi? Na ja, in meinem Geburtsschein steht halt August Büringer. Ja. Aber für den Hansi Bockerer werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein. Aber jetzt gebe ich ihn dir wieder zurück. 2 Jahre lang habe ich gewartet, bis ich meine richtigen Papiere aus der Tschechei gekriegt habe. Und dann haben wir erst richtig heiraten können.
Die Lena und ich. Ja, ist er doch kein Bockerer, gell? Ich bin die Lena Büringer. Und das verdanke ich Ihnen, Herr Bockerer. Ja, jetzt kriegst du einen Bus. Hm. Nein, Busserl, gebe ich dir ganz was. Ich bin ja so verschnupft, dass ich dich nicht anstecke. Und wenn du mit dem Büringer zufrieden bist, na, so ist dann auch dein Problem. Komm, gehen wir. Ich hab da ein paar Taxi bestellt. Hassinger, steigst du in das Kleine? Wir steigen das hinterher, gell? So, das ist mein neues Geschäft, gell? Genauso wie früher, nur viel schöner. Und Schweinskopf liegt auch keiner mehr im Schaufenster. Und die Sauschädel, die Häupter unserer gegenwärtigen Regierung werden auch nicht mehr hineingelegt ins Schaufenster. Ah, das ist der Fritz, kennst du den schon mal gesehen? Grüß euch. Geh halt mal's, ha? Jawohl, Chef. Der Fritz zerlegt mir schön das Fleisch und mein Lastwagen, weil in 3 Tagen führt er mich runter nach Budapest. Käse Chocolom. Was? Käse Chocolom. Ja, geh rein. Die Frau Anna hat euch schon ein schönes Zimmer gerichtet und dann gibt's auch was zum Essen. Kommt's noch rein. Kommt's noch, meine Lieben. Diese Schnitten habe ich extra für Sie mitgebracht. Aber die Adresse sage ich Ihnen nicht, weil ich die gekauft habe. Außer, Sie können einmal mit mir gemeinsam dorthin einkaufen. Herr Hatzinger, wollen Sie mich hier abwerben? Bitte. Ich bin doch überglücklich, dass Sie meinem Freund, Herrn Bockerer, den Haushalt führen. Ja, jetzt wird's bald ein Jahr. Das ist ein Glück für eine Witwe. Für eine Witwe auch. Ach ja. Elena! Anna! Nein, wie ich mich freue. Kann ich vielleicht was helfen? Ihr habt doch eher eine ganz große Hilfe da. Aber ich hab noch nichts zerbrochen. So, Gustl, jetzt kriegst du mal gutes Bier. Erst, ich beneide dich um die Ungarnreise. Kannst du mich nicht mitnehmen? Naja, das schon gern, aber was wird denn die Lena dazu sagen? Hm? Ja, die Lena wird es schon verstehen. Du musst halt sagen, dass du mich brauchst. Ja. Ich will da mal über die Grenzen schaffen. Servus, Gustl. Ich kann dich so gut verstehen. Mir stinkt's auch schon lang, dass ich gar nirgends hinkomme. Wie eingesperrt ist man denn der Gassen? Nix erlebt man, nix sieht man. Ja, Bruder, lebst im Herzen von Österreich. Ja, aber das Herz liegt am Arsch der Welt. Jetzt hocke ich schon seit 18 Jahren da. 17 Jahre? Und so redet man nicht. Das ist kein Fort zum Vergnügen, das ist ein Geschäftsfort. Aber interessanter als hinter der Pudel stehen ist es. Musst du alle das letzte Wort haben? Küchenchef Hatzinger mit Gefolge. Die Schnitten sind eine Spende des Hauses Hatzinger. Die gibt es nachher zum Kaffee. Ah, schaut ja sehr appetitlich aus. Ja, bitte, bitte. Bedient's euch, ne? Gelena, ich hätte eine Bitte an dich. Schau, ich muss die Woche nach Budapest runterfahren und kann der Gustl nicht mit mir mitkommen. Nur ein paar Tage. Hä? Na ja, gern nicht. Ich bin bald wieder da. Außerdem braucht er 2 starke Arme. Na, 4. Der Bub fährt auch mit. Danke, Opa. Aber braucht er da nicht einen Pass? Na, Visum braucht er nicht. Hast du einen Pass? Hab ich nicht. Was, du hast keinen Pass? Das tut mir leid. Dann geht's leider nicht, ne? Aber kann er nicht einen bekommen? Geburtsschein hast mit, Trauschein auch. So schnell geht das nicht. Pass auf, da fällt mir was ein. Ich kenn da einen im Innenministerium, der sitzt da. Der sollte eigentlich ganz woanders sitzen, das Schwein. Den Pass kriegen wir. Der kommt mir nicht aus, du. Was ist denn? Der ist da? Bockerer. Ja, er lässt sich nicht abweisen. Er sagt, Sie kennen ihn. Natürlich kennen ihn. Ich habe ihm sogar mal das Leben gerettet. Dafür behauptet er noch immer, dass er weiß, dass ich bei der Gestapo war. Ich weiß es auch, aber ich behaupte es nicht. Jetzt will er nach Ungarn. Nach Ungarn? Das ist interessant. Was will er denn dort? Einkaufen. Die Bewilligung vom Handelsministerium hat er sich schon erkämpft. Jetzt braucht er ganz schnell eine Aus- und Rückeinreise für einen Begleiter. Also schnell geht bei uns gar nichts. Natürlich nicht, aber er schreit überall herum, dass er sie kennt. Freiheit habe ich keine. Aber bringen Sie ihn rein, den Unruhestifter. Sie wünschen, Chef. Dass den noch gibt, den alten Renitenzler. Was ist er jetzt? Amtsdirektor. Ein Amtsdirektor habe ich.
Und in 2 Jahren soll er Ministerialrat werden. Na still, der freie Ministerialrat. Da wird man wahrscheinlich nur auf einem roten Teppich bei ihm vorschreiten müssen, auf einen Filzläufer, einen Verfilzten. Ha? Was meinen Sie? Nein, nichts, entschuldigen Sie, Charlotte. Wissen Sie, ich meine, ich bin schon so alt, dass ich mich über so einen Aufsteiger gar nicht mehr wundere. Herr Wascher, der Amtsdirektor erwartet Sie. Oh, ich danke Ihnen schön. Den Gang rechts, die letzte Tür. Danke sehr. Grüß Sie Gott, mein Fräulein. Schrecklicher Mensch. Da hängen uns unsere Herren Minister. Die zwischen 1938 und 1945 haben es hoffentlich woanders aufgehängt. Ah, da ist er schon. Das ist eine Überraschung. Der Herr Pokerer, kommen Sie nur weiter. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Na ja, ich weiß eh. Sie wollen hinter den Eisernen fahren. Ja, nach Budapest, weil dort warten ein paar Schweindeln auf mich. Haben Sie so viel Dollar? Die Ungarn nehmen Schilling an. Nicht? Ich habe das alles mit der Nationalbank geregelt. Ich sage Ihnen, dieser Papierkrieg hat Monate gedauert. Nicht? Ja, also Krieg führen wir hier keinen, auch keinen Papierenen. Aber es gibt eben gesetzliche Vorschriften, nicht besser. Ja, sagen Sie, Sie erinnern sich noch, wie Sie mir einmal in aller Schnelligkeit einen Reisepass für meinen Sohn, den Hansi, ausgestellt haben, gell? Als ob es gestern gewesen wäre. Und es freut mich, Herr Pokerer, dass Sie mir das nicht vergessen. Ja, aber ich habe Ihnen damals verschwiegen, dass mein Sohn, der Hansi, bereits ein Jahr vorher in Stalingrad gefallen ist. Was haben Sie? Schau, ich habe den Pass für jemand anderen gebraucht, nicht? Für einen Gunstl Büringer. Jetzt lebt er wieder unter seinem richtigen Namen und er fährt mit mir nach Budapest, nach Ungarn hinunter, nicht? Und er braucht einen gültigen Reisepass. Das ist ein Skandal, Herr Pokerer. Dafür werden Sie die Verantwortung übernehmen müssen. Ja, Sie aber mit mir, weil Sie haben das damals original unterschrieben. Urkundenfälschung, auf das Gefängnis. Ist der Palat für Sie? Schauen Sie, ich glaube, das war vielleicht eine Ihrer einzigen guten Taten in Ihrem bisherigen Leben, ne? Bockere, ich warne Sie! Den Ton kenne ich! Falschner, da hat es einmal die Zehnt aus. Ich lasse mich nicht erpressen! Gegen's ist doch keine Rede davon. Schauen Sie, auf diese Art können wir vielleicht automatisch, legal alles in Ordnung bringen, nicht? Alles ist aus der Welt. Für Sie und für mich. Wann wollen Sie fahren? Sobald der Papierkrieg beendet ist. Das sind die Dokumente vom Büringer August. Na ja, gut. So, Herr Bockerer. Jetzt klingt uns einmal ein Tee. Ist gut für den Husten, ja. Lindenblüte. Ja. Ich danke Ihnen, Frau Anna. Ernst, Frau Anna, der ist ja so hart, der verbrennt man sich ja. Herr Kalt, wollen Sie ihn trinken? Sie sollen da schwitzen. Ja, ich schwitze ja eh, Ernst. Lass mich ja so der Pfisch dort, Ernst. Seit Wochen plane ich jetzt die Fahrt nach Ungarn oben und jetzt liege ich da mit 40 Grad Fieber. Und ich bin aber so froh, dass wenigstens der Gustl da ist. Wissen Sie, der hat ja in der Gefangenschaft hat ja ein paar russische Worte gelernt, nicht? Wieso russisch? In Budapest sprechen Sie Ungarisch. Ja, aber die Russen halt, gell? Und mit denen wird das zuhören kriegen. Wissen Sie, Frau Hanerl, das muss ich Ihnen schon sagen, ich habe nämlich, wie ich die Bienerl geheiratet habe, mit ihr die Hochzeitsreise an den Plattensee gemacht, nicht? Und ich möchte doch gerne hinfahren in diese Ortschaft. Ich weiß zwar nicht mehr, wie sie heißt, aber dort hätte ich gern ein Glas Altocke auf die Bienen getrunken. Hm. Herr Chef, ich soll die Straßenkarten bei Ihnen holen. Ja. Da schaut euch sie genau an, gell? Es geht eh immer nur geradeaus gegen Osten. Passt mal auf, aber dass man nicht in Moskau zum Stehen kommt zuerst. Aber Herr Chef, ich bin ja nicht der Hitler. Gott sei Dank nicht, Herr. Also pass auf, um 6 in der Früh fahrt's weg, dann seid ihr um 9 Uhr an der Grenze. Na, wie schmeckt ungarische Luft? Auch nicht viel anders, hast du lieben? Hm? Alles war alles einmal K und K. Kaiserlich, königlich, Sisi und so. Sie wissen noch? Doch Schnee von gestern. Könnte aber wiederkommen. Das glaube ich kaum.
Sie fahren nach Budapest? Ja, bin schon neugierig. Könnt ihr Ihnen Geld eintauschen, unter der Hand? Besseren Kurs finden Sie nirgends. Ich habe ja nur 600 Schilling. Nur 600 Schilling können Sie ganzes Ballett einladen. Kriegen Sie von mir ein Paket vor Ihnen. Ist noch Banderole vom Bank darauf, ja? Schnelles Geschäft, gutes Geschäft. Servus. Bitte. Wie viele Stempel haben? Alle sind bewaffnet. Na, was ist mit dir? Ich habe inzwischen mein Geld umtauscht. Bei dem? Bei dem? Der ist schon weg. So eine Scheiße. Das ist ja Papier, alles nur Papier. Da hat einer ganz schön verfehlt. Mir ist schlecht, mein ganzes Geld. Bitte, das dürft ihr auch nicht dem Bocker erzählen. Fahr mal. Ich tausche erst in Budapest. Mit was Besserem. Ich hab einen Nylonstrumpf. Bockerer? Ja! Gut angekommen! Oh, bin ich froh! Er weiß auch nicht, was die Leute haben. An der Grenze haben sie gesagt, wir sollen Acht geben, da tut sich was in Budapest. Was? Und was sich da tut? Singen tanzt die Leute und Fahnen schwingen. Das ist wie im Fasching. Der Fritz ist beim Laden und der Karl ist schon mittendrin im Trubel. Ich kann nicht Ungarisch. Oh, das macht nichts. Meine Mutter ist deutsch. Ach so? Ich bin aus Wien. Wohin fahren wir denn? Zur Universität. Zur Universität? Was mache ich denn dort? Du kannst zu Hause erzählen, wie wir hier um die Freiheit kämpfen. Wir werden Hilfe brauchen. Aus Europa. Von überall her. Aber wie soll ich denn jemandem was erzählen, wenn ich selbst nichts weiß? Wir Studenten haben uns auf 14 Punkte geeinigt. Und die werden wir durchsetzen. Komm mit! Du gehörst zu uns. Das habe ich gespürt, als du da unten applaudiert hast. Deine Augen haben geleuchtet. So? Das war aber nur, weil du mir so begeistert zugewunken hast. Weil verstanden habe ich nichts. Ich werde dir alles übersetzen. Dann wirst du verstehen, was wir verändern wollen und warum. Ich bin die Ilona. Ich bin der Kali. Hallo. Hallo. Követeljük a lenini egyenjogúság alapján álló magyar-szovjet barátságot. A népjólét emelését szolgáló új 5 éves tervet. Nagy Imrét a vezetésbe. Nyílt tárgyalást a farkasügybe. Félre a kerékkötőkkel. Célunk a nemzeti függetlenség, amiből nem engedünk. Müssen das Land verlassen.
Wie bei uns. Nach dem Staatsvertrag. Ja, aber wir haben kommunistische Diktatur. Und die Russen werden nicht tranquilisiert. Wir fordern allgemeine und geheime Wahlen im ganzen Land. Bravo! Unverzügliche Rückführung der Zivildeportierten aus der Sowjetunion. Die verbrecherischen Tätigkeiten der gegenwärtigen Führer müssen untersucht werden. Recht der Arbeiter auf Streik! Sind Sie dafür, Arnold? Bei uns haben Sie auch gestreikt. Bravo! Hallo! Jetzt sind Sie schon 2 Tage fort. Und keine Nachricht. Die werden heute länger schlafen. Die werden müde sein vom Tschaderspatz. Trotzdem könnt ihr anrufen. Der Gustl. Gib ihn. Frau Arnold, sind Sie so freundlich. Machen Sie auf. Ja, ich gehe eh schon. Ich sage ja, er hat mich immer so erwischt. Immer beim Herz. Herr Chef. Herr Fritz. Entschuldigung. Seid ihr schon zurück? Nein. Nur ich. Was heißt nur du? Die Russen haben unseren Lastwagen beschlagnahmt. Beschlagnahmt? Ja, wir haben gerade geladen gehabt. Und was ist mit dem Gustl und dem Kali? Na, die sind noch in Budapest. Die warten im Hotel Gellert. Wie es weitergehen soll, ich bin mit dem Zug gefahren. Aber wir können die Russen meinen Lastwagen in Beschlag nehmen. Wir leben doch in Friedenszeiten. Hört ihr das nie auf mit dieser Schikaniererei? Na, das können Sie mit mir nicht machen. Das haben wir kennenlernen. Wo habe ich noch die Postkarten? Wo habe ich die? Na, die Postkarten, die mir der Nowotny geschrieben hat, der ist doch unten in Budapest in der russischen Kommandantur in Oberst. Halten Sie den Schal. Den habe ich draußen in Schublad. Den Schublad habe ich da drin. Wo ist denn das alles nur? Da habe ich schon. Schauen Sie her, da steht. Dein alter Freund Nowotny. Jetzt soll er es beweisen. Gell? Packen Sie mal was zusammen, Frau Annerl. Nein, lassen Sie. Ich ziehe mich schon selber an. Jetzt besorgen Sie mir ein Taxi. Jetzt was war ja, den Boss vergessen Sie nicht, Herr Chef. Was für ein Boss? Nein, ich mein Boss. Ah, da ist er. Ey. Gut. Mit dem ersten Zug fahre ich und Fritz, du bleibst da. Jawohl, Herr Chef. Und einen schönen Gruß von Gustl. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Mach ich mir aber. Ein Taxi bitte. Jesus. Da ist ihm ein alter russischer Militärpass. Ja, Herr Bockerer hat ihn aufgehoben. 5 Minuten, danke. Wir bringen die neuesten Nachrichten aus Ungarn. Jetzt sind Nachrichten, die müssen wir hören. Mehrere 10.000 Menschen folgen in Budapest einem Aufruf ungarischer Studenten gegen die Herrschaft der Kommunistischen Partei. Sie fordern demokratische Reformen und den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn. Eine seit Monaten schwellende politische Krise im Land strebt unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegen. Jetzt weiß ich, warum ich solche Angst habe. Jetzt ist sofort. Entschuldigung, Sie können Sie mir sagen, ob Herr August Büringer ist? Büringer. Leider aus seinem Haus. Oder Bockerer, Karl Bockerer. Leider auch aus seinem Haus. Und keine Nachricht, es sind 2 Österreicher. Ja. Und wie lange sind Sie schon außer Haus? Verzeihung, habe ich richtig gehört, Herr Bockerer? Ja, Karl Bockerer. Ich habe nämlich den Herrn aus Österreich beim Fleischeinkauf geholfen. Oh, das ist aber sehr schön. Wissen Sie, wo die sind? Ich meine, wissen Sie, wo der Lastwagen steht? Lastwagen weiß ich nicht. Aber der junge Herr ist irgendwo da draußen. Und der andere Herr sucht. Ich meine, da draußen bei dem Wirbelherrn, die rennen ja hintereinander im Kreis. Wenn Sie noch andere Geschäfte erledigen wollen, ich könnte Ihnen behilflich sein. Sagen Sie nur, das Süß schickt Sie und Sie kriegen alles um die Hälfte billiger. Und Sie können mich auf der Telefonnummer anrufen, damit ich weiß, dass alles zur Zufriedenheit. Ja, ich danke Ihnen schön. Sagen Sie, können Sie mal sagen, wo die russische Kommandantur ist? Ja, da gehe ich doch aus und ein. Kommen Sie. Oh, das ist sehr freundlich. Ich danke Ihnen. Ich bin sehr enteilt.
Ehre zu Herrn Oberst Nowotny. Sidjet. Bokra. Sidjet. Karl Bokra. Sidjet. Herr Oberst Nowotny würde ja. Ich bin ja gewissermaßen selber schuld, dass er damals 1938 nach Russland Oberst ist. Er war ja ein Kommunist da, nicht? Na. Weil die Nazis hätten ihn ja umgebracht, ne? Schaut sich, wie er dann später als russischer Oberst nach Österreich zurückgekommen ist, der Nowotny. Er ist ja mein Freund, nicht? Da hat er mir geholfen. Und jetzt soll er mir wieder helfen. Ja, mit euch Russen hat man nur lauter Schwierigkeiten. Mein Lastwagen haben sie beschlagen. Sidjet! Hört mal auf mit dem Sidjet daher. Sie verstehen ja nicht, ich brauche den Nowotny. Da muss man wieder helfen, dass ich das kriege, was mir gehört, weil es mir gehört. Verstehen Sie? Na, nichts von ihm ein. Bokra, was schreien Sie denn so mit meinem Fahrer? Der tut mir wohl, dass er sich niedersetzen. Sidjet, kannst immer noch nicht Russisch, du alter Nazi. Also komm schon. Na, endlich! Hallo, Nowotny! Jetzt komm, jetzt trinkst du mal einen Wodka. Zur Beruhigung. Jawohl. Danke dir. Dabei. Servus. Sitz. Ja, der beruhigt mich wieder. Weißt du, ich habe ja in Budapest gar nicht gewusst, wo die russische Kommandantur ist, nicht? Na, da bin ich zum Portier gegangen vom Hotel und habe mal gefragt, ob das so ein Mann gekommen, weiß nicht, war der Süß oder Tschütsch oder wie der. Süß? Genau, ich glaube, so der Kassen, nicht? Und der hat gesagt, der bringt mich zur Kommandantur her. Weil, wie der Fritz heimgekommen ist, mein Geselle, nicht? Hat er gesagt, Chef, Chef, hat er zwei russische Soldaten haben den Lastwagen in Beschlag genommen, nicht? Und den sollen wir haben? Es waren russische Soldaten, ich weiß nicht. Грузовик, который конфисковал Сюч, стоит на скотобойне. Also, dein Auto steht im Schlachthaus draußen. Ich schicke eine Wache hin, dass dort stehen bleibt mit voller Beladung, bis du es wieder abholst. Nowotny, du bist mein Freund, ich danke dir. Und den Süsch, diesen Scheißkerl, den kaufe ich mir. Das ist nämlich ungarischer Gestapo. AWO heißt das hier. Dein Verbündeter? Nicht jeder Genosse ist mein Freund. Weißt du, ich bin Kommunist geworden, weil ich der Überzeugung bin, dass das den Menschen was bringt. Mehr gerechte Verteilung. Und Stalin, diesen Verbrecher, den habe ich noch in Kauf genommen. Der war ja ärger als der Hitler jetzt. Aber du wirst sehen, jetzt unter Khrushchev, jetzt wird alles besser. Aber Leute wie der Süsch, die schwimmen immer oben, wie die Fettaugen auf der Suppe. Ganz egal, in welchem Land und in welcher Partei. Die sind schuld an der Korruption und an der ganzen Misswirtschaft. Schleichhandel wollt ihr machen mit deinem Fleisch. Mit meinem Fleisch? Aber jetzt kommt er mir nimmer aus. Jetzt hab ich ihn endlich. Товарищ полковник, срочное сообщение из Москвы. Спасибо. Entschuldige, Moskau. Ist was? Damit holst du dir dein Fleisch. Zwei von meinen Leuten bringen dich hin. Und dann fahr zurück nach Wien. So schnell du kannst. Ja, aber der Karl und der Gustl sind ja auf dem Volksfest. Die werden nicht mehr lange feiern. Im Gegenteil. Bokra. Gib auch auf dich. Ja, nimmer mehr. Gestern waren wir Studenten noch in der Überzahl. Heute sind auch die Arbeiter dabei. Man muss die Menschen überzeugen. Da kann man sie auch begeistern. Ich weiß, wenn etwas auf die Flugblätter draufsteht, aber wenn sie gegen die Kommunisten sind, dann bin ich dabei. Ian! Ian! Wer schießt denn da? Ist das die Polizei oder sind es die Russen? Ungarn! Schießt auf Ungarn!
Was machen wir denn jetzt? Bringen Sie mich nach Hause. Nächster ins Krankenhaus bringe ich dich. Nein, nach Hause. Wir wohnen in der Kilian-Kaserne. Aus einer Kaserne? Ja. Eine Dienstwohnung. Mein Vater ist Offizier. Ein Militär? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das Militär steht auf unserer Seite. Du musst mir aber zeigen, wo wir hin müssen. Jetzt sind Sie sicher schon auf der Heimreise. Morgen könnten Sie da sein. Ich weiß nicht. Ich habe noch immer so ein ungutes Gefühl. Aber geh. Dass der Gustl nicht telefoniert. Schau mal, was gibt es denn da drüben? Der Fernseher wahrscheinlich. Kann sich eh keiner leisten. Wer nichts zu tun hat, steht halt davor und glotzt hinein. Weißt was? Gehen wir auch. Mhm. Konferenzen konnten daran nichts verändern. Während es im Nahost schwelte, züngelten im Osten die Flammen los. Schrecklich. Das ist kein Streik, das ist eine Demonstration. Wenn das nur gut geht. Wissen Sie, wo das ist? In Budapest. Auf Demonstration wurde Kampf. Ein Kampf, der die Freiheit bringen sollte. Ausgelöst durch den Hass gegen die Unterdrücker. Warte, bitte was, ah? Österreichisches Fleisch! Nix Süd! Nix Süd! Österreichisches Pokera! Fleisch für Österreich! Was ist denn da los? Gustl! Was machst denn du da? Was ich da mache? Der Fritz kommt heim und sagt, man hat mir bei den Lastwagen konfisziert. Fleisch wollen Sie uns wegnehmen! Nix da, nix Fleisch weg! Da, gut gehen! Opas, no Wotti! Ja. Hey, der Weiberschli, geht es so da. Also, ein Fleisch weg, weg. Zum Bustag der Karl. Das war die Leute, den hab ich ja gestern nicht mehr gesehen. Da, den Zettel da hat er mich verlassen. Da. Ilona, der ist bei einem Mal. Das ist ein Hurl, oder was? Ja, mach sie ja nicht. Wenn das Fleisch eingeladen ist, fahren wir hin, holen den blöden Buben und dann geht's ab nach Wien. Was ist denn los? Haben wir im Krieg oder was? Fleisch wird beschlagnahmt. Da wird nichts beschlagnahmt, das ist mein Fleisch. Der Oberst Nowotny, russischer Kommandantura. Wir sind Ungarn. Das ist mein Fleisch, das geht nach Wien, Vienna. Es geht um ungarische Freiheit. Austria Property. Fleisch für die Freiheitskämpfer. Ich kämpf nur für mein Fleisch. Nein, gib's nicht her. Besser lasch. Wo fahren wir denn hier nochmal? In die Kilian-Kaserne. Papa Silacci hat es befohlen. Silacci? Der Weiche, Rusche! Besser nicht! Hotel in Budapest. Vielleicht. Oder nicht. Genau das will ich wissen. Ich habe einfach das Gefühl, der Gustl braucht mich. Wo es doch dort jetzt so schrecklich zugeht. Glaubst du, ich kann hier herumsitzen und Daumen drehen? Und wie willst du ihm helfen? Erst muss ich ihn finden. Ach, ich weiß auch nicht, aber vielleicht hilft ihm mein Russisch weiter. Der Hatzinger meint auch, ich soll dich unbedingt zurückhalten. Thank you.
Damen, wo stehen Sie denn gekommen? Ich trau dich noch nicht. Mitkommen. Ist das ganze Kriegerkirch, was ist denn? Mitkommen, wir gehen doch viel Leute. Was hast du hier agiert? Essen! Hey, Papa, da raus! Danke. Bokara. Bokara, mein Name. Haben Sie Leute? Entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, ich suche meinen Enkel, den Karli. Er ist bei uns, ja. Na, Gott sei Dank. Ich sage Ihnen, wenn er einer Watschen eine Ohrfeige entgehen will, soll er sofort herkommen. Er steht auf unserer Seite. Ja, ja, aber wie meinen Sie das? Er ist Freiheitskämpfer. Was? Der Karli, der versteht doch nichts, Ernst. Übrigens, was heißt Freiheit? Innere Freiheitskämpfer haben sich die Freiheit herausgenommen, mein Fleisch in Beschlag zu nehmen und den Wagen. Und jetzt soll's den Buben auch noch? Wo ist der Wagen? Na, unten im Hof, bewacht von Ihren Freiheitskämpfern. Ich weiß, ich bin Ihrer Schuld. Ach, gar nichts sind Sie meiner Schuld, Ernst. Ich pfeife auf die Vorrin. Verkauft ihr das Fleisch nur in Wien? Dass ich in Ihrer Schuld bin, verdanken Sie Ihrem Enkel. Und nur ihm. Nehmen wir noch das Auto aus. Der Wagen soll nicht entladen werden. Lerepi! Na, was machen wir jetzt? Gehen Sie zu meiner Tochter Ilona, dort finden Sie Ihre Karli. Also, ich verstehe, es ist Russisch und Ungarisch. Mein letzter Freiheitskampf. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich Sie störe, aber ich suche nämlich meinen Enkel, den Karli. Ich bin sein Großvater, wissen Sie. Und draußen hat man mir gesagt, er wird da herinnen sein. Igen, Karli ist hier bei uns. Sie können sehr stolz auf ihn sein. Stolz? Den blöden Buben, Herrn, der mich und mein Geschäft den Stich gelassen hat? Karli hat mir das Leben gerettet. Was hat er? Meine Tochter wäre auf der Straße verblutet. Sie wurde von einer Kugel in die Hüfte getroffen. Und Karli hat sie zu uns hierher getragen. Was, der Bub? Er war sehr mutig. Es wurde in den Straßen überall geschossen. Auf dem Platz vor dem Parlament. Liegen viele Tote. Und, ich meine, wie geht's jetzt Ihrem Fräulein Tochter? Das Kugel ist draußen. Die Wunde wird heilen. Ohne Karli gäbe es mich nicht mehr. Ja, da mein Bub. Ja, aber wann kommt er denn? Schauen Sie, ich kann ja nicht ohne ihn heimfahren. Er wird gleich kommen. Trinken wir ein Stampe, die Baratz. Ja, so ein Stamperl tut man sicher heute gut, gell? Das schick. Ah, danke vielmals. Ein Giss schick, ja. Lieber auf die Gesundheit Ihrer Fräulein Tochter. Ich vertrete Oberst Valeda. Sagen Sie, was Sie wollen. Ich muss Sie warnen. Glauben Sie wirklich, die Rote Armee wird ruhig zuschauen? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Russland. So? Davon habe ich mich soeben überzeugen können. Ich bin russischer Oberst und man hat mich entwaffnet und eingesperrt. Wir wollen nur unsere eigene terroristische Regierung absetzen. Sie wollen die kommunistische Regierung verjagen? Das wird Moskau nicht zulassen. Ich muss Sie allein sprechen. Lerepi! Seid vernünftig. Ihr müsst kompromissbereit sein. Verhandeln. Nicht alles auf einmal wollen. Um mir das zu sagen, sind Sie gekommen? Ich habe schon zu viel Blut gesehen. Ich will verhindern, dass Ihre Leute von unseren Panzern überrollt werden. Und auf keinen Fall möchte ich dazu den Befehl geben müssen. Glauben Sie, dass Ihre Armee eingreifen will? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Und jetzt haben wir nämlich eine neue Oper, die war ja zerbombt, ausgebrannt, nicht? Letztes Jahr ist sie eröffnet worden und da war der erste Opernball. Da war ich mit meiner Frau der Bindel oben am Juchäs. Aber das ist dann für dich. Ja, gerne, heute trinke ich noch. Da bist du, Herr Hitler. Opa, du? Gehörst du was? Was soll denn diese saublette Revolution-Uniform?
Ich bin jetzt beim ungarischen Widerstand. Was bist du? Ja, bist du deppert worden oder was, Herrst? Da fällt's mir da so. Die Indianer spielen kannst du daheim erst. Widerstand, ungarischer Widerstand, bist du deppert worden? Da kannst du nicht einmal ein Wort Ungarisches. Hast du überhaupt keine Ahnung von der Politik? Da fällt's mir da so und da gehen wir. Schauen Sie, wenn die Ungarn einen Aufstand gegen den Kommunismus machen, verstehe ich das. Aber wir sind ein neutrales Land, da können wir uns nicht einmischen. Sonst werden wir da erschossen. Verstehst du das? Oder willst du einen Krieg gegen ganz Russland führen? Sind wir froh, dass wir den Hitler überlebt haben. Aber die Ungarn, die wollen auch überleben. Die wollen frei sein. Na freilich wollen sie frei sein. Die ganze Welt will frei sein. Wenn man gegen Gewalt mit Gewalt kämpft, gibt es nur mehr Totschlag, Totschlag, Totschlag. Verstehst du das? Die Freiheit kannst du nur da drinnen haben oder da oben. Jede politische Diktatur verbietet die Freiheit. Die Freiheit kannst du da haben. Verstehst? Ich will aber dabei sein, wenn die Revolution siegt. Jetzt haben wir gerade einen russischen Oberst gefangen. Du, der spricht sogar wienerisch. Was? Das ist er. Der Nowotny. Ja, so heißt er. Der Freund, der Nowotny, war der gerade mit der russischen Kommandantur. Wo ist er denn? Im Keller. Das ist mein bester Freund. Komm, geh mal runter. Aber ich kann jetzt nicht einfach da... Du wirst ja sehen, wo es alles kann. Geh mal. Entschuldigen Sie schon, meine Leute. Ich kann sie nicht mehr zurückhalten. Ja, ein bisschen Freiheit, das gibt's eben nicht. Entweder oder. Dann bin ich umsonst gekommen. Aber wie soll ich meinen Leuten erklären, dass ich sie wieder freilasse, wenn ich sie freilasse? Und wie soll ich meinen Leuten erklären, dass ich nicht desertiert bin? Verdammt. Sie können ja gar nicht mehr zurück. Na, Nowotny, so was machst denn du da? Das hör ich mich jetzt auch. Kämpfen Sie an unserer Seite weiter. Ich will nicht die Seite wechseln, ich will einen Kampf verhindern. Ein Aufstand, Polit! Ein russischer Panzer! Die kommen mich holen. Und wohin? Nach Sibirien. Wo ist er, der Teufel, los? Kalle, jetzt zieh endlich diese saublöde Uniform aus! Der Gustl wartet auf uns oben! Und wie ist aus? Schaut, dass wegkommt, schnell! Bist du denn deppert worden, Nowotny? Glaubst du, lass dich da alleine sitzen? Ja, wo oben ein Lastwagen stehe? Wir machen das schon, komm, geh mal! Was? Aber... Nichts, aber! Я думаю, он перешел на страну восставших. Вот это я нашел. Лена! Лена! Warten Sie ein bisschen, das so gehen, wenn ich wieder Luft habe. Hatzinger! Gott sei Dank. Was machst du denn hier? Ach du dummes Mal, du dummes. Was soll ich denn machen? Kann ich doch nicht allein nach Budapest fahren lassen.
Was soll das heißen? Jetzt haben wir schon so einen großen Umweg gemacht. Und jetzt ist es auf einmal Ende. Ich muss Sie bitten, auszusteigen. Was? Wir können nicht weiter? Auf keinen Fall. Außer Sie haben einen Sichtvermerk oder gehören im Krisenstab an. Du lieber Gott, ich danke dir. Den Mund habe ich mir wund geredet, um das Mädel aufzuhalten. Und du sperrst einfach die Grenze. Aber wie komme ich denn jetzt nach Budapest? Am besten gar nicht, wenn Sie auf mich hören wollen. Aber ich muss. Wir fahren jetzt in einem kleinen Bus nach Bruck ins Schloss. Dort kann Ihnen vielleicht der Krisenstab weiterhelfen. Krisenstab? Das hat uns gerade noch gefällt. Studenten stellen sich den russischen Panzern entgegen. Arbeiter, Soldaten, Teile der ungarischen Armee greifen zu den Waffen. Verwundete werden abtransportiert. Immer mehr Menschen helfen den tapferen Widerständern. Verbrennen Sichel und Hammer in den Fahnen der Besatzer. Springen auf die eroberten Panzer und fahren Befreiungslieder singend durch die Stadt. Das war vorgestern, sozusagen, was bis jetzt geschah. Aktuelleres als bei mir gibt es nicht. Bitte Licht an. Danke. Ja, und Fortsetzung folgt, wenn Sie wollen, meine Herren. Ich bin bereit. Was brauchen Sie dazu? Einen Ausweis. Und Benzin. Drüben gibt's ja nichts mehr. Sie riskieren einiges. Wozu war ich Kriegsberichterstatter? Wenn die anderen die Gewehre gehoben haben, hielt ich die Kamera dagegen. Und wann können Sie fahren? Sofort, wenn Sie wirklich gut sind. Entschuldige, Hauptmann, das sind schon wieder zwei, die nach Ungarn wollen. Ich lasse Ihnen die Papiere sofort ausstellen. Kommen Sie bitte in die Schreibstube. Ja. Sonst haben Sie nichts. Da werden Sie aber nicht weit kommen. Die junge Frau will unbedingt zu ihrem Mann nach Budapest. Sie muss. Und Sie? Ja. Ich muss auch, ich kann sie ja nicht allein lassen. Die ungarische Geheimpolizei wird sie sofort einem Verhör unterziehen. Die glauben nämlich, wir wollen Agenten einschleusen. Bitte, schau ich aus wie ein Agent. Niemand schaut aus wie ein Agent. Dabei war ich in Wirklichkeit wirklich ein Agent. Sie? Ja, ein Versicherungsagent. Sehr komisch. Bitte helfen Sie mir. Ach, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir jemanden mitgeben, der Russisch kann? Das müsste Zivilist sein. Ob ich da jemanden finde in der Schnelligkeit? Ich kann Russisch. Woher? Ich bin Dolmetscherin. Na ja, mit einer jungen Frau wird die Reise noch aufregender. Ja, aber ohne mich geht nichts. Das dämpft die Freude. Also gut, ich nehme Sie mit. Nur Garantie. Garantie können wir keine geben. Geben Sie mir Nachricht, wenn Sie Ihren Mann gefunden haben. Mach ich. Tja dann. Ab in den Krieg. Danke. Danke. Also gehört dann die Vorstadt noch nicht auf. Jetzt habe ich schon genug von dem Budapest. Ja, ich auch. Aber weit werden wir nicht mehr kommen. Benzin ist gleich aus. Ja, geh Gustl her's. Ja, wo hätte ich denn tanken sollen? Siehst du irgendwo eine Tankstelle, die offen hat? Und wenn ich wo stehen bleibe, nehmen sie uns den Wagen wieder weg. Es ist Krieg. Ja, das haben wir von den blöden Revolutionsspülen. Das verstehst du nicht. Geh her's, hör auf mit den Blödsinn. Hinten haben wir einen russischen Obersitzen. Was uns erwischen, wird er erschossen. Bald können wir zu Fuß gehen. Geh, bleib stehen da vor, Gustav. Was machst du? Schauen, dass wir ein Benzin auftreiben irgendwo. Geh, Karle, komm raus. Nimm die Kanister mit. Wir müssen zum Novoti. Also weiß, was los ist. Was ist denn los? Nix, hast du geschossen, du hast mit der Fritz. Ja. Gott sei Dank passt mir das. Wo ist denn der Uniform? Ja, du, die muss ich so schnell als möglich verschwinden lassen. Nee, das werden wir schon machen. Wir gehen an Benzin holen, gell? Na du, hoffentlich kriegst's das. Ja, werden wir schon schauen. Sag mal, wo sind wir denn da? Weiß ich nicht. Habt ihr kein Land geworden? Oh ja. Na dann her damit. Der Nowotny, der muss sich gesund über die Grenze bringen. Einen russischen Oberst, und den machst du dir Sorgen? Geh, schau, ich habe mit dem als Bursch auf Fußball gespielt. Und wenn die Geschichte vorbei ist, spielen wir wieder. Jetzt war, dass ich nicht laufe. Okay, geh, ich rede vom Tarakieren, ne? Ah, deswegen willst du ihm helfen. Was redest du?
Das russische Militär schießt meine Freunde zusammen. Er ist nicht mehr beim Militär und Obers ist auch keiner mehr. Aber er war lang nur einer und er hat sich nichts um die Freiheit geschissen. Geredet so hat er nicht daher. Du bist immer noch bei dieser blöden Revolution. Und du? Du denkst du nur an der blödes Fleisch? Du, es hat das beim Fleisch, da bin ich hakelig, gell? Ja. Ich hoffe nur, es wird dir recht bald stinkern, damit du endlich begreifst, dass es was anderes auch noch gibt. Ja, du sagst, dass bei meiner Söder kriegst du mir so ein Watschen wie der Vater damals, wie er plötzlich mit dieser scheiß braunen Uniform vor mir gestanden ist. Weißt was? Du kannst mich gern haben. Ich geh zurück. Bleib stehen! Gib den Kanister her! Ach, der Kanister! Bleib stehen! Stehen bleib, du ist! Er kommt schon. Was ist? Nix ist mit dem Benzin. Aje. Und der Karli? Der Funk rennt, ist er mal. Wohin? Na wohin? Nach Budapest rein zu dieser Chillage-Tochter, oder wie der heißt. Aber die holen wir zurück, erst. Ja, den holen sie uns raus, wenn wir zurückfahren. Und dann ist es aus mit mir. Das ist natürlich auch wahr. Dem Karli wird schon nichts passieren. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Du hast doch den Deppert Fleisch im Schädel. Komm, komm, fahr mal, fahr mal. Ja, geh, du kannst vorne jetzt stellen mit der Uniform. Ich fühle mich hinten sicher. Die holen wir schon zurück, du. Das ist ja nur Gegenverkehr. Wollen die alle nach Österreich? Die einen fliehen und die anderen verfolgen. Die Russen? Die schießen auf beide. Ach, geht schon los mit der Bretouille. Auf den Mantel über die Kamera. Wenn die meine Kamera finden, dann sind wir erledigt. Bleiben Sie im Wagen. Warum salutieren die? Sind wir hier bei der Militärparade? Sie wird doch denen nicht den russischen Militärpass gezeigt haben. Was? Die war bei der Roten Armee? Ist vor 10 Jahren, dann ist sie abgehauen. Verdammt. Jetzt werden wir mal richtig im Pulverfass. Wir müssen zurück. Es ist sinnlos. Was ist denn los, Lenny? Sie suchen einen russischen Oberst, der desertiert ist. In einem Lastwagen, auf dem steht Bokkara. Großer Gott. Ich glaube, dein russischer Militärpass ist bei mir besser aufgehoben. Ja, wir fahren zurück. Der Hauptmann. Jetzt kann Ihnen nur noch der Hauptmann helfen. Was bleibst denn da stehen? Der Nowotny hat gesagt, ich soll da stehen bleiben. Was ist der verrückt worden oder was? Die russische Kommandantur? Na, warte! Sag, was machst du denn? Beim Ziehen. Wenn's schief geht, fahrt's ohne mich weiter. Ich glaub's nicht. Der bringt uns um erst. Benzina, hörst du was? Benzina? Da. Skoka hatite. Dabei. Soli? Na ja, aber langsam. Und nächstes Jahr so bravi. Всем частям советской армии немедленно задержать бежавшего полковника Наводного, взять живым или мертвым. Wie hast du das gemacht?
Ich habe ihm gesagt, dass der Transport für die Rote Armee beschlagnahmt ist. Gaspardin Balkovnik, Maschina zapravena. Спасибо, товарищ. Wenn das schiefgegangen wäre, lebend kriege ich die nicht mehr. Ich habe noch immer meine Pistole. Und uns hat es auch erschossen. Mit dir haben wir was Schönes erprobt. A szovjet katonáknak el kell hagyni az országot, és Magyarországot nem fújhat több vér. Rendet, szabadságot, függetlenséget hazánknak! Ich such das. Es tut ganz schön weh, den eigenen Namen zu schmieren. Aber was macht man nicht alles für einen Freund? Ja? Ja, sicher ist sicher. Der Nowotny verbrennt seine Uniform. Das tut sicher mehr weh. Ja, stinkt ganz schön, die Motor. Bist froh, dass du endlich los bist, ha? Mir hilft ein bisschen, ha? Wahrscheinlich hätte ich sie schon viel früher verbrennen sollen. Aber man kann nicht so leicht alles hinschmeißen, solange man an eine Idee glaubt. Eine Idee. Ein Kommunist, das bleibt ein Kommunist, du. Du hast leicht reden. Was hast leicht reden, hörst? Der Panzerkommunismus, der die ganze Bevölkerung niederwalzt, hörst? Der Stalin hat mehr Leute umgebracht als der Hitler. Jetzt hör doch auf. Was hat er den Kopf vom ganzen Kommunismus, ha? Nichts hat er. Nicht einmal Frau hat er, nicht einmal Kind hat er. Hinter jeder Ecke kann er raus sein und du schreist da umeinander. Komm, wir fahren lieber. Steig ein. Sei mal besser, nur warte, komm, steig ein. Ez egy szovjet gyártmányú súlyzásos gép pisztoly. Itt van a tár, ezzel a kallantyúval tudjuk cserélni a tárat. Itt be van biztosítva, ahhoz, hogy a golyó fölmenjen a tárból, ezt a kart hátrahúzzuk, itt megakad. Itt ezzel a kallantyúval tudjuk állítani azt, hogy sorozatot lövünk, vagy egyes lövést. Hajra! Hova mennék? Cigána! Hova mennék? Kapuba! Was? Was mondta? Hova mennék? Kapuba! Ah, fahren nach Kapuva. Wir Österreich, Austria. Ah, dann fahren nach Kapuva. Wir spielen Sonntag, Czarda, Miklos. Kapuva. Ganz nah Grenze. Schauen, Österreich. Adlakni. Den Blick hätte gern. Wir Grenze. Ah, Hegeschallung Grenze nehmen wir. Geschlossen. Nur mehr möglich Kapuva. Brücke, verstehen? Andau. Egeskanal. Der Einserkanal. Miklós. Menekülöd Österreich. Flüchtlinge hinüber Österreich. Miklós. Das machen wir. Flüchtlinge. Machen wir, ja. Wir mitfahren, Auto. Ja, auf Dach. Gäste im CP. Ja, повторяю. Полковник Новотни надо немедленно задержать. Новотни! Na schade, dass der Novotny hinten sitzt. Endlich ein freier Strecken. Hinter unserem Betriebsausflug der Roten Armee. Jesus, Maria und Josef. Vielleicht helfen es. Musikant, Ziegert, Musiker. Harald. Strass. Das für die Tavarisch hier, Austrize. Gut, mitkommen, hat man Geburtstag. Viel Wodka, хорошо. Das haben wir schon wieder beschlagnahmt.
sauf nicht. Das ist zu gefährlich. Das ist ja gerade. Am Besoffenen passiert am wenigsten. Die Russen sollen saufen nicht. Ich sauf ja nicht. Ach so. Scheigerei! Nicht nur da. Wie bin ich jetzt denn da? Nichts verstehen. Wie das Namat bei dir? Капитан, день рождения, на здоровье. Hauptmann soll leben. Jetzt ist die Gelegenheit günstig. Verschwind mal. Ist aber froh, dass deine Russen so besoffen sind. Gustav, was ist mit dem Posten? Er schläft. Los, weg. Wie hast du das gemacht? Was besoffen hab ich gemacht. Wohin fahren wir denn? Was war der Zöll? Leder, willst du nach Arndau? Na, Kampowa! Da sind die Verfolger viel mehr. Beruhige dich, erschossen kannst du Arme werden. Nichts. Und der Stelling. Товарищ полковник Новотный убегает. Видимо, в сторону Австрии. Немедленно арестовать! Was ist denn? Wie weit ist noch bis Kapowa? Das weiß ich doch nicht. Psst. Ja, was? Das ist eine Orgel. So, Orgel! Wo Orgel spielen, gibt's keine Russen! Das könnte doch mal erzählen. Fahr da weiter! Oh! Na, den Weg doch! Aber dann fahr ich keinen Meter weiter! Na, jetzt so ist es nicht. Hauptsache, es sind keine Russen da. Bist du reingehen? Ja, freilich. Ist ja Kirchen. Hallo. Hallo. Igen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sprechen Deutsch? Igen. Österreich. Begräbnis? Begräbnis? Wir suchen ein Quartier. Schlafen, eine Nacht. Frau im Pfarrhaus, ich muss üben für Begräbnis. Begräbnis? Jäuzergat. Was sagt er? Gute Nacht, Pastor. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Ich habe jetzt so das Gefühl, vielleicht wird doch noch Frieden. Geh, du alter Kummerherrst. Bist du wieder mal in der Kirche gewesen, gell? Wenn die Russen uns erwischen, gibt's keinen Frieden. Da werden wir alle erschossen, du mitsamt uns. Was ist mit dir los, Herr? Nix ist. Der hat alle von einem Begräbnis geredet da drinnen, verstehst? Schau mal, was mit der Kapön ist. Vielleicht ist da was. Komm, schau mal um. Das ist ja die Totenkammer. Vielleicht könnte man da schlafen. Du, das war eine Idee. Weil da suchen dich deine Russen bestimmt nicht. Begräbnis. Da habe ich eine Idee. Was denn? Na, nix, gar nix. Pass auf, geh mal schnell um zur Pfarrerskirche und da kriegen wir vielleicht noch was zu essen. Geh mal. Frühstück gibt's leider auch keins. Es ist erst fünf. Ja, ich hab schon eine ganze Stunde gearbeitet. Was denn?
Bestattungsunternehmen Bockerer. Still, leise! Na, wir haben doch nichts gestohlen. Ja, aber ich es. Über euch ist vergeben. Was sagst du? Das darf nicht wahr sein. Das ist aber wahr. Kommt, steig mal ein. Wie ist dir denn das eingefallen? Den seinen gibst du her im Schlaf. Dafür wirst du in der Hölle braten. Geh. Ich hab dir vorher ein Stück Fleisch vor die Tür gelegt. Steig's ein, fahr mal. Jetzt haben wir aber ein Glied gehabt. Mir ist das zu riskant. Ich will wieder hinten sitzen. Ist das schon kaputt worden oder was? Weiß ich nicht. Hoffentlich. Was ist davon los? Ist er beerdigt oder was? Frau Weller, was wollt ihr denn? Also, das wird's gefährlich. Bleib stehen. Du mit deinem Sorg, was machen wir denn jetzt? Was wollen denn die? Na, den Sorg wollen sie. Jetzt haben wir den Schirm auf. Wenn der Deckel aufgeht, haben wir ihn zugenagelt. Was ist denn drin? Halt, Scheiter. Nur morgen mal mit, Bude. Vorsicht, morgen mal mit. Na, warte nicht! Scheiß dich nicht an! Wir sind auf dem Friedhof! Hier haben wir den Sorg runter! Okay, ich hab einen Meininghaus, Alter! Igel! Im Himmel kommst du nicht. Heim kommen würde ich. Komm, fahr los. Das ist der Miklos, ja. Gut, nur warten wir mal. Ja, kannst du rauskommen? Wir sind schon an der Grenze. Ja, lange hätte sie, der könnte nicht mehr ausfallen. Jetzt der Führer, wo die Leute gehen. Aber unser Wirt Miklos hat schon Tausende von hier auf den Weg in die Freiheit geführt. Miklos, gazdag, mar ezreket vezetett a szabadság útjára. Wir werden ihm das nie vergessen. Soha nem fogjuk neki ezt elfelejteni. István és György, elveszett minket a csatornához. Három osztrák van itt egy teherautóval. Osztrák? Miklos? Igen. Mein Name ist Bockerer. Wir wollen hinüber, über die Grenze. Meine zwei Gesellen und ich, wir wollen nach Hause. Jo, sobald es dunkel wird, fahren wir los. So nach 20 Minuten seht ihr Wachtun. Auf dem haben AWO-Leute eine Scheinwerfer montiert. Ihr steigt aus und versteckt euch. Wir schießen Lichter vom Scheinwerfer heraus und ihr rennt zur Brücke. Ja. Und grüßt mir aus dir. Mit vollem Herzen. Ja. Danke. Sehr gerne. Ich brauche Telefon. Igen, Otwan. Ja, gut. Das Filmmaterial hat mir mein Kollege aus Budapest mitgebracht. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Russische Panzer beherrschen die Stadt. Ein ungleicher Kampf ist zu Ende. Statt Siegesfahnen überall Krankenwagen. Ganze Häuserfronten liegen in Trümmern. Die Aufständischen, hauptsächlich junge Burschen und Mädchen, haben bis jetzt 87 Panzer geknackt. 87! Unwahrscheinlich. Aber jetzt sind 4 Panzerdivisionen der Roten Armee im Anmarsch auf Budapest. Da gibt's kein Pardon. Damit ist das Schicksal der Revolution besiegelt. Telefon Wiesbaden, Wien.
Hier ist der Gustl. Servus. Wie geht's euch denn? Ja, ja, wir leben noch. Gib mir die Lena. Die Lena ist nicht da. Die ist euch entgegengefahren. Was? Was ist sie? Entgegengefahren? Das ist ja verrückt. Was für ein Glück? Ja, ja, Glück werden wir brauchen, alle zusammen. Na, nix kannst machen. Ich mach eh nix. Zurückhalten hättest du sollen. Ja, gerufen. Also alles. Die Lena kommt uns suchen. Die Lena? Wasser geht nur bis zum Bauch. Lass schon fahren. Was? Langsam. Aha. Keine Erschütterung. Wir stützen die Pfeile. Ja, ja. Emberek voltak rajta! Egyszerűen felrobbantották! Halottak vannak! Sebesültek! Was ist? Bödöke gesprengt! Viele Tote! Verletzte! Und jetzt? Jetzt erwischen uns die Russen! Jetzt ist aus! Nur mehr einige wenige Widerstandsnester halten sich noch in der Stadt. Kinder schießen. Überall der Tod. Ein heroischer Kampf ist zu Ende gegangen. Überall Wracks. Alles in Schutt und Asche. Ausgebrannte russische Panzer zeugen vom Mut der ungarischen Freiheitskämpfer. Auf den Straßen die erschossenen, erschlagenen Toten des Widerstandes. Überall Särge, Leichengeruch. Unsere Gendarmen und unser Bundesheer gegen 4 russische Panzerdivisionen? Wenn wir einen Muckser machen, marschieren sie bei uns ein. Wir müssen neutral bleiben. Wir dürfen den Russen keinen Vorwand liefern. Haben nach Jör die Bundesstraße verlassen und sind Richtung Einserkanal abgezweigt. Meine Herren, das bedeutet Krieg. Radio Budapest überträgt in deutscher Sprache die Rede des ungarischen Ministerpräsidenten. Starke Sowjettruppen in Angriff auf Budapest. Die gesetzliche provisorische Regierung soll gestürzt werden. Mein Botschafter an die ganze Welt. Help uns. SOS, rettet unsere Seelen. Und den Bockerer, den rettet niemand. Und den Gustl auch nicht. Meine Herren, ich hoffe, Sie sind sich alle des Ernstes der Lage bewusst. Die Tschechoslowakei hat Teilmobilmachung durchgeführt. Jugoslawien rückt mit mehreren Divisionen zur ungarischen Grenze vor. Russische Panzerdivisionen, die in Budapest den Aufstand niedergeschlagen haben, rücken gegen unsere Grenze vor. Befehl vom Gruppenkommando 1, alle Grenzschutzeinheiten zurücknehmen. Zurück? Zurück? Meine Gehorsams, angerufen haben sie. Von drüben, vom Einserkanal. Die Russen kommen. Alarmgruppe Bruck, höchste Dringlichkeit. Oberleutnant, lassen Sie die erste Einsatzgruppe fertig machen, ja? Und den Pionierzug. Ich komme selbst mit. Abmarsch morgen, 6 Uhr früh. Bitte nehmen Sie mich mit. Also gut. Eine Dolmetscherin könnte nicht schaden. Danke. Morgen, 6 Uhr früh, bin ich gestellt. Jawohl, Leute, es sind weg. Aber von Kabuwan kommen die Russen. Ah, das ist so blöd. Unser Hohenwelt hat alle Freiheitskämpfer versammelt. Wir werden sie aufhalten. 1-2 Tage ja. Vielleicht. Länger nicht. Ja, was machen wir? Was ist mit der Brücke? Pfeiler intakt. Kann man die reparieren? Higgen. Ja. Aber da brauchen wir Material, Pfosten, Holz, Bretter. Und wann erwacht tun, kann man abreißen. Das ist eine Idee.
Aus einem Wachturm wird eine Brücke, das gefällt mir. Igen, geh mit. Einsatzgruppe 1 und Pioniere Abmarsch bereits. Tagesziel? Andau. Und von dort Richtung Einserkanal. Sie kennen die Brücke? Herr Hauptmann, das ist gegen die Vorschrift. Da werden Sie Schwierigkeiten kriegen. Wer soll mir verbieten, Menschen zu retten? Aber die Neutralität? Hören Sie auf mit der Neutralität! Menschen müssen gerettet werden! Menschen! Die müssen wir rüberkriegen! Lass uns aufsitzen. Abmarsch! Sehr geschickt, Mann. Husme! 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 Kannst du mir sagen, was du erwacht hast? Was macht der? Ja, wirklich. Ich sag das. Aber komm mal mit dem Auto da rüber. Das werden wir schon sehen. Jetzt müssen wir das Holz rauszahlen. Die Hohenwitz haben bereits die zweite Straßensperre den Russen überlassen. Was sagst du? Igen. Die Russen? Das ist blöd. Jetzt müssen wir uns aber tummeln, du. Meine Herren, ihr kennt die Befehle aus Wien. Grenzen sichern, Soldaten in Uniform sind festzunehmen, Zivilpersonen... Und wie weit sollen wir... Ja, wissen Sie denn nicht, wo Ungarn aufhört und Österreich anfängt? Ich auch nicht. Ja, Hatzinger! Hatzinger! Herr Hauptmann! Ich hab den Sie mitgenommen. Die Herren waren so freundlich. Ich hab gesagt, ich bin der neue Heereslieferant. Ich hab da 12 Doppeliter Wein bei mir für nachher. Wenn's vorbei ist. Glaubst du, das wird ein Sonntagsausflug? Sie und Ihre Flaschen, da lacht ja die Welt über uns. Die Welt wird froh sein, wenn's wieder mal was zum Lachen gibt. Glauben Sie mir's. Was ist denn los? Die Russen kommen! Die Russen kommen! Die Russen! Господин генерал, все поиски пока что к ничему не привели. Сильный заградительный огонь восставших из крепости не позволяет нашим войскам продвинуться за Дунай по мостам. Черт!
Ich sag das, wenn die Pfosten auf der Brücke halten, kannst du der Roten Armee für ewig für den Acht sagen. Zu der Kuster kommt! Kuster, über die Brücken! Komm her, komm, komm! Langsam, langsam! Langsam, langsam! Oma, Oma, Oma! Vor, 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 vor! Ich nehm wieder hier auf den Ziel. Was? Der kaputt! Ah, nix kaputt, nix kaputt! Kuster, komm her! Vor! Geh, geh! Rechts, rechts! Komm her! Lang! Oma, 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 Oma! Langsam! Vorsicht, Vorsicht! Jetzt, jetzt! Komm, komm! Weißt du nicht, was ist denn das für ein Freischauer? Die Montur kenne, aber das Gesicht kommt mir russisch vor. Der Hatzinger! Nicht fahren! Na, wart nie! Ich bin desertiert! Schreien jetzt auf Russisch, so laut sie nur können. Hier spricht Hauptmann Assinger, hinter mir stehen Soldaten der Republik Österreich. Nicht laut! Nicht laut! Was ist da geholt? Die Lena! Da, die Lena! Lena! Hatzinger, was machst denn du da? Wir sind dich suchen gegangen. Mich? Was ist denn passiert? Abgeschossen haben sie dich. Mich? Was sind denn die anderen? Der Novotny und der Gustl. Die sind alle gerettet. Und das Fleisch auch. Okay, das Fleisch ist mir wurscht. Aber was ist mit meinem Karl? Der wird auch kommen. Schau, ich hab da was mitgebracht. Geh, Hatzinger, Doppler, du bist ein echter Freund. Der Novotny ist dir ja so dankbar, dass du ihn gerettet hast. Aber Sorgen macht er sich heute jetzt nicht. Macht sich Sorgen, was aus ihm werden wird. Jetzt sucht er gerade neue Klamotten. So kann er ja nicht gehen. Freunde! Liebe Freunde aus Ungarn! Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Ich möchte euch sagen, wie froh wir sind, euch hier zu haben, gerettet in Sicherheit bei uns in Österreich. Den Bauern aus dem Burgenland, den Soldaten des Bundesheers, den Studenten, allen, die bei dieser Rettung so spontan mitgeholfen haben, sage ich Danke. Unser besonderer Dank aber gebührt dem Wiener Fleischhauer Karl Bockerer, der durch Einsatz seines Lebens, durch den Wiederaufbau der Brücke von Andau, den Flüchtlingen den Weg in die Freiheit ermöglicht hat. Das viele Fleisch, das er gespendet hat, das ist nichts. Okay, Gerrit, kein Blödsinn. Na, Karli, du bist der Größte. Ja! Thank you.
Ist ja der Sitsch. Der hat den Budapest schon mit den Last von uns Fleisch konfiszieren lassen, den Schleichhandel. Also, jetzt hast du kein Fleisch mehr? Na ja, ein bisschen was habe ich aufgehoben. Für Donnerstag. Okay, Franz, bitte setz dich nieder. Ich sag das. Ich werde das dir schon noch einen richtigen Österreicher machen. Ich habe gute Beziehungen im Ministerium. Ja, und wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft habe, werde ich schauen, dass ich zum Bundesheer komme. Zum Militär wirst? Sie sind doch froh, dass du weg bist von denen. Sie werden doch Leute mit meinem Wissen brauchen können. Also bist du deppert worden? Jetzt ist gerade der Krieg vorbei, jetzt willst du wieder zum Militär. Na, was soll ich denn machen? Da kommst du mir in die Fleischerei. Ja, ich eskaliere es, oder Rudi? Meine Herrschaft, heute ist Donnerstag. Anna, können Sie vielleicht da auch hin? Ich? Ich geh schon. Vielleicht ist der Karli. Hast du immer keine Nachricht von ihm? Nein, nix. Hello, everybody. Der Rosenblatt. Heute ist doch Donnerstag. Heute in Wien angekommen, mein erster Weg führt mich zu meinem alten Freund, ja. Karl Bocker. Das ist eine Überraschung, Servus. Oh, bist verwundert? Ja, ich hab einen Vulvus Spectarius, also was ich einen Durchschuss habe. Jetzt bin ich mit einem echten Helden befreundet. Aber gepflanzt im anderen, du. Ja, wieso? Du hast doch vielen Menschen das Leben gerettet. Gar nichts, ich hab mein Leben gerettet und das Fleisch. Gerettet und dann verschenkt. Nein, ich habe heute im Radio, hab ich gehört, 2646 ungarische Flüchtlinge verdanken ihre Freiheit dem Fleischhauer Karl Bocker. Gar nichts, ihr Bummigeschenk, seid deppert alle miteinander, hört zum Schießen auf. Hör mal auf, komm, geh mal spülen. Setz dich her da. Das ist mein bloß. Nein, setz dich dort, die Harzinger. Also, spül mal. Mit einem Russen? Das hat den. Gehen Sie uns Frau Annerl, machen Sie die auf, ha? Ein russischer Deserteur, den ich wieder zu einem Österreicher machen werde. Komm, Hebo. Ha? Frau Annerl, wer ist denn? Ihr Blatt, Herr Rosen. Die Ungarin? Ja. Wo ist denn der Karli? Tot. Tot ist er. In der Gelehrkaserne hat es ihn erwischt. Karli war nur einer von Hunderttausenden, die im Kampf um die Freiheit gefallen sind. Sie starben nicht vergebens. Der Aufstand in Ungarn, die Solidarność in Polen, der Prager Frühling und der Fall der Berliner Mauer ließen den Glauben an ein gemeinsames, freies Europa Wahrheit werden.